Ich habe euch wieder die letzten 2 Wochen dabei gehabt, um euch zu zeigen, was ich so anziehe. Ich trage hauptsächlich Secondhand. Was ich neu kaufe, kaufe ich Fair Fashion. Und ich würde einfach sagen, wir legen los nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco. Mein Zettel habe ich schon in der Hand, wo ich aufgeschrieben habe, was ich in den letzten 2 Wochen getragen habe. Und mein Kleidungsstil, ja, der hat sich entwickelt im Laufe der Zeit. Vor allem, wo ich jetzt nicht mehr in die großen Modehäuser gehe, keine neuen Kleidungsstücke mehr kaufe, sondern fast ausschließlich nur noch Secondhand kaufe. Und was ich neu kaufe, das kaufe ich mir eben nachhaltig, also von nachhaltigen Marken. Das ist oft auch so, dass es nicht unbedingt vegan ist. Aber da ist bei mir auch der Hintergedanke der, dass die Klamotten, die ich dann habe, oder die Taschen, dass die einfach lange halten. Und ich würde jetzt einfach loslegen mit Outfit Nummer 1. Und da habe ich mein Cokey-Oberteil getragen. Dieses Oberteil ist von Yubab. Und dazu habe ich eine blaue Stoffhose, die habe ich jetzt schon richtig lange. Die würde ich mir in der Form nicht mehr kaufen, weil das Thema Mikroplastik für mich halt auch ein großes Thema ist. Und diese ganze Hose ist halt einfach nur Kunstfaser. In der schwitzt du auch total. Die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon 5, 6, 7 Jahre oder so. Die habe ich jetzt echt schon lange. Und in der Form würde ich das echt nicht mehr machen, weil die ist schlecht vernäht. Der Schnitt passt nicht richtig. Das war halt wirklich noch eine Zeit, wo ich halt sehr sparsam war, mir neue Klamotten gekauft habe. Aber da halt auf gar nichts geachtet habe. Die Hose wird getragen, bis sie halt gar nicht mehr geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zu dem ganzen Outfit habe ich meine blauen Athletics gekauft. Die sind nachhaltig. Da werde ich mir, denke ich, in dem Jahr, spätestens im nächsten Jahr auch noch mal ein paar Schuhe kaufen, weil ich mit denen einfach super zufrieden bin. Da kannst du echt nichts sagen. Beim Outfit Nummer 2 trage ich wieder das Cokey-Oberteil, dazu aber diesmal eine grüne Stoffhose, die ich mir für den Sommer gekauft habe, weil ich keine kurzen Hosen tragen kann im Moment, weil ich halt einfach Kompressionsstrümpfe trage und das sieht ein bisschen blöd aus. Deswegen weite Hosen, die nicht so eng anliegen, Jeans gehen da gar nicht im Sommer, wenn es jetzt wieder richtig heiß wird. Und das ist anscheinend auch eine teurere Marke, die kenne ich so nicht. Ich habe mal geguckt, was die Klamotten so kosten. Sehr viele, ich habe auch gebraucht, 17 Euro bezahlt. Aber die ist vom Stoff her, ist die so ein bisschen komisch. So, kann ich nicht sagen, irgendwie ein Zettel fehlt in der Hose leider. Ich kann nicht sagen, aus welcher Faser das ist. Aber die fühlt sich total angenehm auf der Haut an, aber wenn du sie so angreifst, ist es irgendwie so, die Optik ist total seltsam. Dazu trage ich meine Pumas, weil es wahrscheinlich an dem Tag geregnet hat, denn da kannst du die schwarzen Athletics nicht anziehen, weil das eben Stoffschuhe sind und da sind die Pumas ganz ideal und das ist so ein Beispiel für mich. Das sind eben Lederschuhe, aber die weiß ich halt, die trage ich, bis sie auseinanderfallen. Und von denen habe ich halt jetzt eine Weile lang was. Und das sind Lederschuhe, aber gebrauchte Lederschuhe, die ich mir geholt habe. Und die waren bis jetzt eigentlich eine sehr gute Entscheidung. Outfit Nummer 3. Und ich habe das T-Shirt jetzt gerade hier. Ich habe davon 2 Stück. Das ist von What About Tea. Und dass ein T-Shirt keine 5 Euro kostet, ist ja auch klar. Gerade so Basic-T-Shirts kann man nachhaltig kaufen und das ist halt eine nachhaltige Marke. Die sind nicht super teuer. Ich glaube, ich habe weniger als 30 Euro für die 2 bezahlt und bin echt zufrieden und werde mir da auch noch, wenn ich andere brauche, noch andere holen. Aber im Moment bin ich mit T-Shirts eingedeckt und ich würde sagen, jetzt erzähle ich euch mal was zum Outfit. Und zu dem Outfit, also zu dem grünen Khaki-T-Shirt, trage ich auch eine Strickjacke. Und diese Strickjacke ist von Gina Tricot. Das ist ja natürlich eine Marke gewesen für mich damals. Die habe ich echt geliebt. Und für die Strickjacke habe ich ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Und was hat sich gezeigt? Es war halt wirklich schon eine Investition. Die Strickjacke, die liebe ich, die ist zeitlos, die werde ich so lange tragen, bis sie halt wirklich auseinanderfällt und ich bin echt zufrieden. Zu dieser ganzen Geschichte trage ich eben nochmal die grüne Hose, die grüne neue Hose.
weil die so sau bequem ist und ich einfach auch in den 2 Wochen so ein bisschen rumprobiert habe mit den neuen Kleidungsstücken, was so geht, was man so tragen kann. Und auch zu diesem Outfit trage ich meine Pumas, weil es wahrscheinlich draußen wieder nass war. Outfit Nummer 4, da trage ich mein rot-weiß gestreiftes T-Shirt, das ist von Forever 21. Qualität mies. Also da hatte ich mir kurz überlegt, ob ich das zurückschicken soll, aber ich fand dann den Schnitt ganz toll und die Farbe ganz toll, weil es hatte so leichte Knötchen gebildet. Also das ist immer so ein Zeichen dafür, dass die Qualität von dem Stoff nicht ganz so toll ist. Aber ich lieb's. Bis jetzt hält's noch und ich hoffe, es hält noch eine ganze Weile. Zu der ganzen Sache eine schwarze Strickjacke, weil wie gesagt, momentan ist es nicht ganz so warm. Und diesmal meine neue blaue Stoffhose und die ist so bequem. Ich lieb sie. Ich bin so froh, dass ich die gefunden habe, dass ich die behalten habe. Auch so ein Ding für den Sommer. Das ist so ein Zwitterding zwischen einer Jogginghose und einer Stoffhose. Die ist so bequem. Die ist vielleicht noch ein bisschen zu lang. Muss mal überlegen, ob ich sie kürzer mache. Aber das Hochgekrempelte stört mich jetzt bei der überhaupt nicht. Like, absolut großes Like und für die habe ich glaube ich auch so 18, 17 Euro bezahlt. Also ist für eine gebrauchte Hose schon ein bisschen mehr. Und dazu trage ich meine grauen Stoffschuhe, die habe ich vom Flohmarkt. Beste Investition, ich liebe die wirklich. Ich wollte mir eigentlich immer Supergas kaufen gebraucht und habe auch gebraucht immer wieder gesehen auf dem Flohmarkt, aber nie hat die Größe gepasst. Und dann habe ich die gesehen und habe mir gedacht, die nimmst du mit. Und meine 2-Euro-Schuhe nenne ich die immer. Also die haben echt nicht viel Geld gekostet. Jetzt kommt für mich ein schwieriges Kleidungsstück und nämlich diese graue Bluse. Die hat so einen ganz besonderen Schnitt. Der ist auch wieder ein bisschen weiter. Und ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich hundertprozentig in der Bluse nicht so wohl. Ja, also von dem her, wenn du dich in so einem Kleidungsstück nicht so zu 100% wohlfühlst, dann spricht es auch nicht so hundertprozentig für das Kleidungsstück. Das muss man an der Stelle schon auch sagen. Aber ich versuche auch so ein bisschen über mich hinauszuwachsen. Also auch Dinge zu tragen, die ich normalerweise nicht tragen würde. Also mich auch so ein bisschen in die Richtung, jetzt nicht zwingen ist das falsche Wort, aber ich probiere es einfach aus. Und es ist für mich einfach kein Problem, ein Kleidungsstück einfach wieder zurück in den Kreislauf zu schicken, wenn ich merke, ich trage es nicht. Minimalismus-Videos gibt es auf meinem Zweitkanal. Im Juli habe ich vor, mal wieder meinen Schrank auszusortieren. Wünsche gab es diesbezüglich schon. Also da musst du meinen Zweitkanal dann angucken. Und ja, ich gucke mir das noch mit der Bluse an. Ideal finde ich sie nicht. Dazu trage ich meine Mavi-Jeans. Weil es momentan halt einfach nicht ganz so warm ist und das mit der Bluse einfach passt, weil die Mavi Jeans, die ist vom Schnitt her auch nicht so hundertprozentig ideal. Ich bin relativ klein, sodass halt höher geschnittene Hosen mir meistens immer über den Bauchnabel gehen, weil ich recht kurz bin. Ist oft unbequem und sieht oft auch nicht schön aus. Und die ist halt wirklich wieder so eine, die geht halt, ja. Die ist halt relativ tief geschnitten und eigentlich für jemanden wie mich mit Bauch nicht so ganz ideal. Deswegen trage ich da meistens immer weite Sachen drüber, dass man das nicht so sieht. Deswegen halt auch eben die graue Bluse, dass ich die halt genommen habe. Und dazu trage ich auch wieder meine schwarzen Athletics, weil es sind einfach die bequemsten und besten Schuhe. Letztes Outfit, wir sind im Heute gelandet und wie ihr unschwer erkennen könnt, trage ich meine schwarze Pünktchenbluse, die ein bisschen weiter geschnitten ist. Dazu meine Mavi Jeans. Bei der Bluse ist es halt so, die liebe ich halt ohne Ende und wenn ich Klamotten liebe, dann mache ich sie kaputt. Ist immer so. Also bei mir gibt es kaum ein Kleidungsstück, was halt auch wirklich noch heile ist und wo ich halt auch wirklich auch hergeben kann. Ne? Das sind halt meistens immer so Indizien, wenn ich Kleidungsstücke sehr oft trage, haben die Löcher. Das ist halt nun mal so. Und bei der Mavi Jeans wisst ihr ja, die sitzt halt vom Schnitt her jetzt nicht so hundertprozentig und da passen halt hauptsächlich nur so weitere Kleidungsstücke drüber und da ist die Bluse einfach ideal. Und dazu trage ich wieder meine schwarzen Athletics, weil es halt einfach passt. Ton in Ton. Wie ihr seht, trage ich nicht immer ein neues Outfit, sondern ich achte halt wirklich darauf, Kleidungsstücke auch so lang wie möglich zu tragen, weil Waschen halt immer so eine Sache ist.
Kommt natürlich auch immer darauf an, wie man Kleidungsstücke wäscht. Und ich wasche meine Kleidungsstücke meistens immer bei 30 Grad, wenn sie nicht zu stark verschmutzt sind. Und packe sie natürlich nicht in Trockner. Das sind halt lauter so Risikofaktoren. Nichtsdestotrotz mache ich halt Kleidungsstücke trotzdem durchs Tragen kaputt. Ich bin ein bisschen tollpatschig, gebe ich zu. Naja, aber es ist halt auch toll, wenn ein Kleidungsstück getragen wird und auch tot getragen wird, dann hat es eben seinen Zweck auch erfüllt und hängt nicht nur in irgendeinem Kleiderschrank rum. Und ja, ich würde mich an der Stelle wieder abmelden, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!